wie bin ich zum Angeln gekommen? Boah, da muss ich jetzt aber mal... Man ist so früh pubertierend und dann bin ich auch schon alleine in Deutschland losgezogen. Ohne Angelschein, hat schwarz geangelt, aber jeden Tag eigentlich. Und wir wurden tatsächlich einmal beim Schwarzangeln erwischt an einem heimischen See. War das richtig gemerkt, dass der uns halt auskundschaftet und wir hatten dann richtig Schiss. Boah, ich krieg schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur darüber rede. Dann legst du das Messer so schon seit, eigentlich komplett krank, aber es ist halt so. Ich sah direkt aus wie halt Metzger. Ja, dann hat mein Vater dann irgendwann, als ich dann älter geworden bin, hat dann leider einen Schlaganfall gehabt von heute auf morgen. Und die Angelei ist eigentlich das Einzige, was mich mit meinem Vater ja, letzten Endes irgendwo verbindet. Wie schizophren meine Welten waren. Ne? Weil einerseits halt, wir haben wirklich halt in der Hochhaussiedlung am Kiosk oder am Stromkasten abgehangen halt. Ne? Und dann auf der anderen Seite bin ich alleine halt los und habe meine Abenteuer gesucht. Ja, ich bin der Logi. Nein, ich bin Lukas, 31 Jahre alt, komme aus dem Raum Köln. Wie bin ich zum Angeln gekommen? Boah, da muss ich jetzt aber mal... Also ich habe angefangen hat bei Ausflügen mit meinen Eltern damals. Wir waren auch oft im Urlaub in der Bretagne unterwegs, in Frankreich. Und da habe ich schon als kleiner Fetz, habe ich mir dann immer Stöcke genommen, ein bisschen Kordel von irgendwo geholt. Meine Mutter hatte immer irgendwie Garn oder sonst was dabei. Und dann habe ich meistens irgendwie einen Nagel genommen, habe den so ein bisschen umgebogen und war dann immer irgendwo am Meer, in irgendwelche Pfützen da was reingehalten, irgendwie mal eine Muschel gesammelt, dann mal ein bisschen Muschelfleisch an den Haken gemacht. Natürlich hat man da nie was gefangen, ist ja klar. Hat ja auch nur irgendwie 2 Meter lange Schnur oder so. Ja, aber so hat es angefangen und es hat früher immer schon so Spaß gemacht, irgendwie da einfach zu sitzen, das Wasser zu beobachten. Vielleicht hat man noch einen Korken als Schwimmer dran gehabt oder so und ja, hat schon immer Bock gemacht. Tja, daran ist mein Vater und mein Opa sind daran schuld. Als ich gerade laufen konnte, bin ich mit nach Heide an die Naturseen genommen worden. Dort hat mein Opa angefangen zu angeln. Mein Vater hat es dann letzten Endes übernommen. Und ich bin ja immer mitgeschliffen worden, weil war immer mit dem Kind alleine zu Hause. Hab dann da mit 3-4 Jahren schon die kleinen Barsche auf Köderfisch gefangen. Mit so einer kleinen Stockrute halt. Ne? Meine Mutter hat sich relativ früh von meinem Vater getrennt. Und ja, dann hat mein Vater dann irgendwann, als ich dann älter geworden bin und sich das Ganze wieder so ein bisschen genähert hat, hat ja dann leider einen Schlaganfall gehabt von heute auf morgen. Und die Angelei ist eigentlich das Einzige, was mich mit meinem Vater ja, letzten Endes irgendwo verbindet. Ich habe nie irgendwie mit meinem Vater irgendwas zu tun gehabt. Meine Mutter ist dann ja, mehr oder weniger hat mich alleine erzogen. Und mit 11 habe ich dann meinen Fischereischein gemacht, den wir normalerweise erst mit 12 machen durften. Ich bin den Leuten im Verein so auf den Sack gegangen, dass wir immer gesagt haben, der kriegt eine Ausnahmegenehmigung, weil ich halt mit meinem kleinen Fahrrad da mal hingefahren bin wie ein Irrer und jeden Tag halt am Wasser gewesen bin und nicht angeln durfte. So bin ich zum Angeln gekommen. Ganz klassisch, der Papa. Ein passionierter Stümper. Aus heutiger Sicht. Ich hoffe, er nimmt mir das nicht böse, weil er guckt die meisten Videos tatsächlich. Nee, mein Vater war kein Hardcore-Angler oder so. Auch kein mega passionierter Angler. Aber für ihn war es wirklich so ab und zu mal ein Zeitvertreib. Und hat aber gereicht, um in mir was anzuzünden, was er, glaube ich, danach jahrelang bereut hat. Aber ja, ganz klassisch eben mein Papa. Ja, gut, sag ich mal so, der Jagdtrieb war schon irgendwie immer da, so dass man, also Wasser allgemein hat mich immer sehr angezogen und ja, dann war ich halt damit, keine Ahnung, 5-6 Jahren mit der so handangelmäßig so zum Aufkurbeln, wo die Schnur drauf ist, mit einem Schwimmer unterwegs und das fand ich schon immer mega cool, bin dann irgendwie, wo ich, sagen wir, jugendliches Alter hatte, dann auch in Angelverein bei mir in der Gemeinde gegangen und dann ging es eigentlich los so. Definitiv. Durch meinen Vater, also mein, ja, also eigentlich so der absolute Klassiker.
Mein Vater war jetzt nicht so der typische Wochenendangler oder so. Also der hat sich bei uns zu Hause eigentlich wenig an den Gewässern aufgehalten. Also wir waren zwar auch in einem Verein, aber war nie so, dass man gesagt hat, ne, der ist jetzt jedes Wochenende, so wie wir teilweise betreiben. Wie gesagt, wir haben halt eher so die Auslandstrips gemacht. Ne? Sind auch mal nach Spanien zum Ebro und ne, Irland Hechte angeln. Also das war eigentlich immer so unser Steckenpferd. Gott hab ihn selig, ist leider schon vor 20 Jahren von uns gegangen. Und ne, ich versuche jetzt halt so dieses Ganze, ne, was jetzt momentan auch an meinen Sohn weiterzugeben. Ne, hab den auch direkt von Anfang an immer mitgenommen. Und macht halt richtig Bock, ne, wenn du mit dem Kleinen dann am Wasser bist und so. Und, ne, ich habe den mitgenommen, da war er dann auch schon ne, noch mit Windel und keine Ahnung. Und da sieht man halt so die Parallelen, wie es mit meinem Vater auch gelaufen ist. Ne. Macht schon richtig Spaß denn. Also das war eigentlich so genau halt diese Anfänge. Ne? Also wir haben halt früher dann an so einer freien Leine ein Stück Styropor halt dran geknotet und da unten drunter baumelte dann halt ein Haken, wo halt dann Brot im Mund halt angematscht wurde und dann da halt dran und dann hast du das halt ausgeworfen und dann immer, wenn das Styropor halt gerissen ist, hing unten halt ein Karpfen dran. Und das waren halt so auch so direkt halt so die ersten Erinnerungen. Und damals haben wir uns dann immer halt die Fingerkuppeln halt abgebrannt, weil wir halt im Endeffekt dann halt eine Eisenstange und da war dann halt die Schnur drauf. Und dann haben wir halt so irgendwie probiert, dann damals so als kleine Kinder halt die Fische rauszubekommen. Und das sind auch so, ja, meine ersten Erinnerungen. Ne? Das war mit 6 ungefähr. Mein erster Hecht, den ich dann auch selber gefangen habe. Und ich weiß halt auch noch, ich habe halt so einen kleinen Wobbler gekriegt, den habe ich auch noch. Müsste ich mal suchen. In so einem Barschdekor von Rapala, glaube ich. Und keine Ahnung, ich fand das halt immer mega geil, wer findet das nicht geil, wenn man Deckel geschenkt kriegt, ne, klar. Und dann halt den auszuprobieren. Und ich hatte früher so eine goldene Spinnrute. Die war mit so schwarzen Dingern drum und so, die war auch meine Lieblingsroute halt. Und ich weiß halt noch ganz genau, wie ich mit dem Wobbler stand auf dem Stech. Ich war da auch noch mal gucken Jahre später und das ist so krass, wie winzig dieser See ist, weil der Wurf mit dem Wobbler bis zu dem Baum drüben, der fühlte sich so perfekt und weit an und es waren halt irgendwie 12 Meter oder so. Und da habe ich dann halt meinen ersten Hecht gefangen, 65 Zentimeter. Den habe ich natürlich auch mit nach Hause genommen, am Holzstock dann so. Und da kann ich mich halt noch dran erinnern, das war so mit am Anfang. Ich kann mich auch erinnern, wie ich meine Schleie verloren habe mit 6, 7 Jahren beim Stippen. Da ist das Vorfahrt durchgerissen, als wir die so hochziehen wollten am Ufer. Das war auch bitter und dann ging das halt so los. Ne? Also richtig angeln war auf jeden Fall die 2 Male mit meinem Opa. Da war ich halt wirklich noch jung, hatte noch einen Pfottschnitt. und selber losgezogen bin ich dann auch kurz danach, ich glaube 1, 2 Jahre später oder so, sind wir mit unserem Freundeskreis immer losgezogen und haben schon so unser Unwesen getrieben an den heimischen Gewässern. Ob es jetzt ganz legal war, lassen wir mal dahingestellt, aber da haben wir auf jeden Fall angefangen, dann richtig zu angeln irgendwann. Ja. Und wir wurden tatsächlich einmal beim Schwarzangeln erwischt an dem heimischen See. Und das war der erste Vorsitzende von dem Angelverein, der Herr Engels. hat uns erstmal komplett angemacht dafür. Komplett parat gemacht. Und es war dann aber super nett am Ende und hat uns nahegelegt, halt in die Jugend vom Angelverein einzutreten. Und ja, dann haben wir uns das überlegt, haben dann irgendwann Jugendfischereischein geholt und so. Und dann kam das alles ins Rollen. Ja. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 12. Und danach war natürlich so ein bisschen dieser väterliche Einfluss halt weg. Wobei das auch damit zusammengefallen ist, wie es halt mit 12 ist. Man ist so früh pubertierend und dann bin ich auch schon alleine in Deutschland losgezogen. Ohne Angelschein, halt schwarz geangelt. Aber jeden Tag eigentlich. Nach der Schule, wenn ich Hausaufgaben gemacht hatte, durfte ich halt los. Dann haben sich meine Eltern getrennt. Meine Mutter und ich sind in eine deutlich sozial schwächere Gegend gezogen. Und dann kam halt auch organisch alles zusammen halt. Ne? Neue Freunde. Neue Hobbys, die bestanden größtenteils aus Mädels, Alkohol und Drogen, so ungefähr. Klingt schlimmer als es ist, aber ja, es ist auch wahr. Und dann ist Angeln doch eine ganze Zeit so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und wenn ich mich recht erinnere, also so mit 14, 15 ist es so ausgeschlichen quasi.
Und dann mit 19, 20 aber auch wiedergekommen, auch übers Schwarzangeln. Also ich hatte dann schon noch meinen Angelschein gemacht mit 16 auch und so. Das war mir schon auch alles wichtig, aber bin einfach nicht mehr viel gegangen. So die Wochenenden waren dann einfach für andere Sachen da. Und auf einmal bin ich wieder Schwarzangeln gegangen, Spinnfischen allerdings. Ich habe eine Spinnenroute genommen und bin nachts an Rhein, in Yachthäfen und an hohen Seen, wo ich früher mal im Verein war und so, gegangen und habe da einfach Spinnen gefischt auf Hecht und Zander. Und so kam das Fieber langsam wieder und ehe ich es mich versah, hatte ich wieder den ganzen Klumpen da im Keller stehen halt. Ne? Die Zeit, also es gab eine Zeit, da war ich so 15, 14 vielleicht, da habe ich das Angeln gänzlich aufgehört. Ich war da in einem Verein und für mich war es schon immer irgendwie, ich war noch nie so der Fischesser und ich war in dem Verein, die wollten, also das war halt Pflicht, dass du alle Fische immer abschlagen musst, bei jedem Preisfischen oder Königsfischen. Du dürftest nur tote Fische halt zum Abwiegen bringen und das war für mich immer so, selbst wo ich noch jung war, war das für mich schon irgendwie komisch, halt, ich will den ja gar nicht essen und warum soll ich den töten? Und ich habe dann da, das waren so die letzten zwei Male oder letzten zwei Jahre, wo ich angeln war. Da habe ich auch beide Male beim Königsfischen gewonnen gehabt. Das war 2003 und 2004. Jeweils mit einem Hecht in einem kleinen Bach, sag ich mal. Der hatte immer so zwischen 80 und 85 jedes Jahr. Und das war dann wirklich irgendwann so, dass ich mir dachte, ich will das eigentlich gar nicht. Und habe halt dann das noch mehr reduziert. Und irgendwann kam mal halt der Punkt, da habe ich dann meine Teleskoprouten und so verkauft. Ich habe das dann für relativ viele Jahre sein lassen einfach. Immer mal hoch und tief, aber es gab definitiv kein, ich sag mal, kein halbes Jahr in meinem Leben, wo ich nicht angeln war. Ne? Ich habe mal 4 Wochen oder so nicht geangelt, aber ich glaube, selbst 4 Wochen, man, so eine Nacht macht man halt immer irgendwie, ne? Auch wenn man in der Pause ist. Ich habe jetzt diesen Winter auch so eine Karpfenpause gemacht von so 6 Wochen. In der Zeit war ich dann halt am Forellenteich und ja, ich war trotzdem halt irgendwie oft draußen so, ne? Dann halt auf Forelle viel geangelt und ein paar Hechte. Also eigentlich überall, wo ich war, ob es jetzt Neuseeland, Afrika oder wie auch immer, ich hatte immer irgendwo meine Angel in der Hand. Immer. Es gab nie eine Zeit, wo ich nicht geangelt habe. Es war natürlich, ich bin natürlich nicht auf Karpfen gegangen in der Zeit, aber ich habe oft im Meer mal geangelt. Neuseeland hat super Bock gemacht, da hast du halt auch die ganzen Snapper und sowas, auch Fische, die du verwerten konntest, gut gefangen. Ja, aber in der Zeit hat schon der Sport und auch das Feiern und die Frauen, ne, wie auch immer, das hatte schon eher Priorität. Ja. Aber es gab nie eine Zeit komplett ohne Angeln, das gab es nicht tatsächlich. Wer mich von früher kennen würde oder wie ich damals so mit 20 drauf war, rumgelaufen bin, wie schizophren meine Welten waren. Ne? Das war einerseits halt, wir haben wirklich halt in der Hochhaussiedlung am Kiosk oder am Stromkasten abgehangen halt. Ne? Und dann auf der anderen Seite bin ich alleine halt los und habe meine Abenteuer gesucht. War auch eine schwierige Zeit für mich, eben so pubertierend, Eltern getrennt und so. Und meine Mutter halt alleine, ich habe meiner Mutter viele Sorgen gemacht halt, ne? War nächtelang weg, musste mich bei der Polizei abholen und all solche Geschichten halt. Und ich weiß, dass wir einmal halt ein Gespräch hatten, wo meine Mutter dann nicht gut drauf war, also am Weinen war halt, ne? Und auch gesagt hat, halt, Marc, das Leben ist nicht Angeln und deine Freunde, so, ne? Du musst irgendwas machen, so. Und die hat natürlich recht. Und umso schöner war es, fast 25 oder gut 25 Jahre später, meine Mutter, die sich augenscheinlich auch, vielleicht nicht konkret an dieses Gespräch, aber auch an diese vielen Konflikte erinnern kann und dass ich auch da gesessen habe und sage, ich kann aber nichts anderes. Ne? Ich will auch nichts anderes. Und die dann sagt, ich bin stolz auf dich, weil du verdienst dein Geld mit Angeln und deinen Freunden. Also ich bin jetzt nicht so der extrem aktiv Angler. Also ich würde jetzt niemals irgendwie 8 Stunden lang mit der Spinnrute durch die Gegend rennen. Für mich ist der Karpfen ein sehr schlaues Tier. Und für mich ist die Herausforderung einfach, ihn zu überlisten.
sehe das immer so, die Fische, das ist eigentlich so ein Strategiespiel. Das sind viele kleine Puzzleteile, die du im Endeffekt lösen musst und dann zusammensetzen. Und je mehr Puzzleteile du löst und zusammensetzt, desto besser ist auch der Fangerfolg. Und ich genieße das halt, sage ich mal, dieses strategische Spiel. Ich mache mir eigentlich zu allem Gedanken und versuche halt einfach in den Karpfen mich reinzufühlen und halt strategisch zu fischen einfach. Definitiv bin ich offen für alles, was mir einen Vorteil bringen kann. Und definitiv auch eine Drohne, sage ich einmal. Im Endeffekt, die Location ist 90% der Angelei. Da, wo die Fische sind, da brauchst du dann keine Massen an Futter. Und du bist im Fisch und du fängst auch sofort Fisch meistens. Und im Endeffekt eine Drohne, die spart mir Unmengen an Zeit. Und ich habe innerhalb kürzester Zeit einen festen Überblick über das Gewässer. Wo sind die Holding Areas, wo halten sich die Fische auf. Dann fahre ich lieber doch direkt zu den Fischen, bevor ich dann 2 Tage irgendwie in der falschen Ecke sitze zum Beispiel. Und sollte jetzt in den nächsten Jahren sich in der Technik noch einiges mehr tun, was mir die Angelei noch mehr erleichtert, dann werde ich mich auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Weil in meinen Augen macht es einfach nur Sinn und Zeitersparnis ist einfach Gold wert. Und die Fraktion gibt es natürlich auch, die Leute, die sich halt streng gegen alle neuen Sachen querstellen und halt, ja, was Neues ist schlecht oder das ist ja kein Angeln mehr. Aber es muss, denke ich, jeder für sich selber entscheiden, welche Hilfsmittel er zur Hand nimmt, um halt seine Angelei voranbringen. So, ja. Ich erinnere mich an meine frühen Jugendtage am Kölner Rhein und ganz speziell einen Yachthafen, da wo ich gewohnt habe, halt 10 Minuten von meiner Haustür weg. Da bin ich eben früher nach der Schule, wenn ich die Hausaufgaben gemacht habe, durfte ich ja mit dem Rädchen hinfahren und habe dann halt da gesessen. Viel auch, was heutzutage kannst du gar nicht mehr machen, auf so einem alten Verladeturm, wo früher Kohle ausgeladen worden ist, der so 10 Meter in Rhein ging. Da saß ich dann, habe die Füßchen baumeln lassen und habe am Anfang mit einer Spule einfach nur einem Korken, einem Weinkorken und einem 14er Haken ohne Köder, jedes Mal ohne Köder hin, Steine rumgedreht, Würmer gesucht, Grashüpfer gefangen im Gras, dann war da ein Bleischrot drauf und so habe ich dann da geangelt. Aber wie gesagt, also dieser Yachthafen, da war früher der Roland, viele kennen ihn unter dem Markenbegriff Profiblinker, der lief da rum. Und der kam, wenn der kam, war das für mich jedes Mal wie eine Erscheinung halt, ne? Das war einfach Gott. Weil er hat dann mal eben wirklich in 4-5 Stunden 20 Zander gefangen. So war der Rhein früher. Und es ist, Leute erzählen oft davon, ich weiß, es war so halt, ne? Und hätte sich das nicht geändert, während ich älter wurde, wäre ich wahrscheinlich Raubfischangler geworden. Höchstwahrscheinlich einfach, weil ich finde es mega geil halt. Aber die dann doch in den Folgejahren, wo ich dann eigenes Tackle hatte und so weiter mit 14, 15 und alles zu Weihnachten immer aufgerüstet habe, im selben Augenblick gingen diese Zanderbestände schlagartig weg im Rhein halt. Und dann gab es aber eben diese großen dunklen Schatten unter der Oberfläche in diesen Rhein-Altarmen und wurden früher mal Enten gefüttert. So. Und dann sahst du diese Fische, die halt groß waren wie Schwäne halt. Ne? Und das war nochmal irgendwie, sowas haben wir im Rhein halt früher nicht gefangen beim Futterkorbangeln und so. Und da kommt eigentlich dann dieser Reiz her. Und da auch kann ich mich an einen, eigentlich ein spezieller Fall, wo wir Schwarzangeln gegangen sind dort im Rheinaltarm, da wo eben immer die Enten gefüttert worden sind, haben dann mit Teig gefischt eben. Und ja, wir haben 2 Karpfen gefangen, nicht groß, damals halt eben auch so 10, 15 Pfund. Aber dieser Drill, da kommt doch die beste Barbe im Rhein nicht mit halt. Ne? Und dann war auf einmal dieses, okay, die willst du fangen halt. Ne? Und seitdem sind es Karpfen. Man ist halt regelmäßig an dem Punkt angekommen, wo man sich halt denkt, behinderter kann es halt nicht mehr werden so. Oder halt auch geiler kann es nicht mehr werden. Ne? Ich habe letztes Jahr am Rhein zum Beispiel eine Session gehabt. Da sind wir über, ich kann jetzt erzählen, ne? Da sind wir übergesetzt abends und als wir am Platz angekommen sind, sind wir beide in Warthose mit Schwimmweste natürlich aus dem Boot gestiegen und haben halt beide das Gleichgewicht verloren und sind beide rückwärts in den Teich halt reingefallen. Oder in den Fluss, besser gesagt, in so einem strömungsarmen Bereich, Gott sei Dank, und waren halt komplett nass. Und mein Kumpel musste morgens weg und ich war dann noch alleine da und ich hatte keine Wechselklamotten. Es hat den ganzen Tag gepisst, wirklich den ganzen Tag, und es war alles nass und übelster Sturm.
Ich habe halt 9 Fische an dem Tag gefangen und auch meinen ersten Fluss 40er. So. Und ich habe halt abends, ich lag da im Zelt, mir war so kalt in Unterhose, im Schlafsack. Und um 2-3 Uhr hat auch schon der erste Fisch gebissen, den mein Kumpel dann Gott sei Dank gedrillt hat und ich ihm dann irgendwie geholfen. Und ich lag da halt die ganze Zeit bibbernd so und dachte halt, Junge, es ist so schlimm. Warum halt? Und am nächsten Morgen ging es halt so brutal ab und da hatte ich halt keine Fragen mehr so, ne? Es war halt auf jeden Fall einer der geilsten Tage überhaupt. Wir haben halt auf Raubfisch geangelt, ne? Wir sind halt mit dem Kanu komplett durch Schweden bzw. durch halt ganz viele Seen, Kanäle und so weiter und waren halt wirklich teilweise ja, sehr weit von der Zivilisation entfernt und ja, und dann war es mal ein Tag so stürmisch, dass wir zweimal versucht haben mit dem Kanu halt abzulegen und sind aber jedes Mal wieder direkt an die Steine halt dann gepresst worden, also keine Chance. Es war halt eigentlich schon lebensmüde überhaupt dann halt ins Kanu, aber wir hatten uns halt so einen relativ straffen Zeitplan halt dann gesteckt und da passte uns dieser Wind halt nicht wirklich rein, mussten aber dann halt einfach eingestehen, so, es geht halt hier jetzt nicht weiter. Und dann wollten wir uns halt einen Windschutz bauen und dann steckt mein Kumpel halt sein Messer halt so in den Boden rein und wir halt machen halt eine Plane fest und Sekunden später steigt er halt in Richtung dieses Messer und schneidet sich halt dann die Achillessehne durch und was wir dann im Nachhinein erfahren haben, halt wirklich im 0,mm Bereich an der Hauptschlagader halt dran vorbei und boah, ich krieg schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur darüber rede. Und auf jeden Fall habe ich ihm dann halt in Sekunden mein Halstuch ausgezogen, abgebunden, hingelegt und das war halt direkt, ich sah direkt aus wie halt ein Metzger und dann halt einen Rettungsdienst gerufen und die mussten dann, weil der Hubschrauber auf dieser kleinen Insel halt nicht landen konnten, mussten die halt mit so einem kleinen Speedboot kommen. Und das dauerte aber trotzdem über eine Stunde, bis die halt bei uns waren. Und dann haben sie ihn halt abtransportiert. Aber auf diesem kleinen Boot war halt kein Platz mehr für mich und unser ganzes Zeug. Ja, und dann haben sie mir halt versprochen, dass sie mich halt abholen und haben mich dann da blutüberströmt halt im Endeffekt 1,5 Stunden sitzen lassen, bis sie mich dann Gott sei Dank halt abgeholt haben. Aber als sie mich dann zurück ans Ufer gefahren haben, sagten sie halt, ja gut, wir dürfen sie aber jetzt nicht weiter transportieren. Ich sage, ja, und wie soll ich jetzt mit einem Kanu und dem ganzen Krempel halt eben nach Hause kommen, beziehungsweise zu unserem Auto kommen. Ja, das war denen dann halt im Endeffekt egal, weil sie es halt nicht durften. Ne? So. Ja, und dann war da ein einziges Haus und dann habe ich gedacht, ja, das ist meine einzige Chance. Bin ich da blutüberströmt halt hin. Also ich hätte mir selber, glaube ich, nicht geholfen und habe dann da halt angeklopft und habe dem Mann dann halt eben erklärt, was halt Sache ist. Und der hat direkt halt einen Kanu-Anhänger rausgeholt und hat mich insgesamt 150 Kilometer wieder zurück zu unserem Auto halt dann gefahren. Und auf die Frage halt, warum er mir überhaupt hilft, sagt er, ja, was ist denn deine Alternative? Die krasseste Angelgeschichte, die mir einfällt, also die krasseste Blank-Geschichte in Verbindung mit der für mich in Anführungsstrichen gefährlichsten Situation war vor 4 Jahren, 5 Jahren. Das war wieder so klassisch. Max hat mich angerufen, irgendwie Dienstag oder Mittwoch. Donnerstag war Feiertag. Hat er gesagt, so ja, wie schaut's denn aus? Machen wir einen kleinen Trip nach Frankreich. Wegen so Kanäle und ein bisschen Seen. Und das war wieder ultra spontan. Ich habe da meinen Arbeitgeber genötigt, dass ich halt dann eben den Freitag Brückentag haben kann. Das hat dann auch alles geklappt und wir haben uns halt auch komplett dumm, wenn man jetzt das so zurück überlegt, gedacht, ja, wir nehmen keine Liegen mit, sondern wir schlafen beide in einem Bus. Am Boden mit den Matten von den Liegen innen drin. Und wir hatten aber auch Falte dabei und Schlauchboot. Und wir hatten ein Zelt dabei als Aufenthaltszelt. Auf jeden Fall sind wir dann nach Frankreich gefahren, die ganze Nacht durch. Waren dann irgendwann nachts da, wo es noch komplett finster war. Wir hatten ein paar Tipps zu sehen, sind an den See gefahren. Da war dann in dem Gebiet, das war so ein Naturschutzgebiet, da war irgendwie 10 Kilometer in jede Richtung null Empfang, also wirklich gar nichts. Wir sind dann da irgendwann in der Nacht angekommen, haben dann am Flussufer oder am Seeufer geparkt, haben dann im Sitzen im Auto geschlafen, haben uns dann, das war Herbst, haben uns mit den Schlafsäcken ein wenig zugedeckt im Sitzen
im Bus gepennt. In der Früh sind wir aufgewacht und wir hatten so die Info, wir können rausfahren bis zu den Baumstämmen oder bis zu den Bäumen. Da hat es 30 Meter Wassertiefe. Wir waren in der Früh in dem See gestanden, die Bäume haben rausgeschaut. Also zusammengepackt wieder alles, weitergefahren. Dann in dem Gebiet, wo wir da waren, war auch scheinbar am Abend davor so ein richtige krasse Unwetter. Da waren dann die Telefonmasten, waren die Kabel mit Bäumen also platt gemacht. Da waren Bäume auf der Straße gelegen, das war richtig wild. Das Ganze ging dann noch mal ein, zwei Seen weiter, war ähnliche Situation. Da sind wir zurückgefahren an so einem Kanal eigentlich fast. Da haben wir dann gesagt, wir verbringen hier die Nacht. Wir haben dann da so halt die Ruten gelegt, alles war eigentlich ganz, ganz gut. Und dann kam irgendwann so leichte Dämmerung, kam dann so ein weißer Citroën angefahren. Da saßen zwei Männer drin. Am Steuer saß ein Dunkelhäutiger und am Beifahrersitz auch irgendwas so in der Richtung. Der stieg dann aus und kam dann so zu uns her und der konnte auch ein bisschen Deutsch, hat mit uns gesprochen und der hat dann schon immer so getan, so von wegen, ja, und habt ihr gute Ausrüstung dabei und... Angelst du auch? Manchmal, ja. Manchmal. Aber wir haben keine Karte mehr. Das ist ein bisschen problematisch. Ja. Aber ja, gute Stab, ja. Gut. Die ganze Zeit so rumgelabert und sein Kumpel ist dann mit dem Auto weitergefahren und stand so 10 Meter weiter. Und das war wirklich so, man hat es richtig gemerkt, dass der uns halt auskundschaftet und wir hatten dann richtig Schiss, dass dann in der Nacht halt irgendwie, keine Ahnung, 5, 6 Mann kommen und sagen, hier aussteigen, sonst keine Ahnung. Wir haben dann auch, das war komplett wild, wir haben dann die Falte und das Auto geschoben, haben dann zwischen dem Tackle, wir haben alles ins Auto rein, was ging, nur die Falte war unterm Auto. Wir haben dann im Auto zwischen dem Tackle gepennt und aber alles so freigelassen, dass einer auf dem Fahrersitz springen kann. Dass falls da hier Rambazamba nachts gibt, dass wir losfahren können. Und das war wirklich so, du liegst dann abends so im Bus, so um 10, wo du eigentlich schlafen gehst und denkst dir nur so, dann legst du das Messer so schon seit, eigentlich komplett krank, aber es ist halt so. Du liegst dann so drin und denkst dir so, boah, wenn die heute Nacht kommen, dann haben wir dann auch zu dem Typen gesagt, so, dass noch eben zwei Kumpels noch südlich hier eben in Frankreich sind und dass die noch auf dem Weg zu uns sind. Und so einfach, um die halt irgendwie, sag ich mal, ein bisschen Sicherheit zu verschaffen, dass sie nicht kommen. Und ja, sie sind nicht gekommen. Zum Glück halt, ne? Das war das krasseste Erlebnis, sagen wir mal, bisher. Das sind über die Jahre halt so viele. Es ist eher ein Gewässer, an dem mir die krassesten Sachen passiert ist, was so ein kleines Tageskartengewässer ist, wo so eine Autobahnbrücke drüber herfährt. Du warst auch schon da. Da sind mir die krassesten Sachen passiert. Da kam mal nachts ein Polizeihubschrauber mit Suchscheinwerfer bis einen Meter über die Wasseroberfläche und hat den ganzen See abgeleuchtet, hat uns dann auch gefunden in unseren Zelten. Und da kamen 6 Mann mit gezogenen Waffen und haben uns da gestellt, weil in Ports, da wo ich halt herkomme, was halt, sagen wir mal, ein Brandpunkt ist, eine Bank überfallen wurde. Und die haben uns dann da als Bankräuber vermutet. Ein anderes Mal kam ich auch an dieses kleine Tageskartengewässer, was ich über die Jahre immer wieder sporadisch befische, obwohl da nichts drin ist, was irgendwie interessant ist. Da kam ich da hin und dann war da ein Pärchen am Angeln, nackt. Am nächsten Morgen kam ein Typ zum Kontrollieren, der hatte einen Papagei auf der Schulter. Und das ist viel mehr. Ich habe so viele kranke Geschichten über die Jahre gehabt. Von irgendwelchen Cruiser-Parkplätzen, wo sie mich abschleppen wollten, weil ich in Warthose da stand und aussah, als wenn ich den übelsten Fetisch ausleben will. Bis hin zu, es sind so viele. Fällt mir sofort, ich denke, das wird dem Patrick auch eingefallen sein bei der Frage, unsere Tour zum Lac Didaire. Ja, das war die erste Woche. Das war so brutal, was wir da gefangen haben, positiv gesehen. Ja, wir haben wirklich alles gefangen, was Rang und Namen hat. Wir hatten Fische 29, über 30 Kilo. Wir hatten in der ersten Woche über 20 Fische, die wirklich auch alle gut waren. Dann kam der Sturm. Ich wollte gerade sagen, aber eigentlich
nicht guten Voraussetzungen. Genau, dann kam der Sturm und ja, wir haben schon in die Hände geklatscht und haben gesagt, jetzt, das ist ja eigentlich gar nicht mehr zu toppen, was wir da gemacht haben. Das ist ja schon die Session over the moon gewesen. Was soll jetzt noch kommen? Ne? Sollen jetzt noch größere Fische kommen, noch mehr Fische? So, dann saßen wir 2-3 Tage in unserem Gazebo, Patrick hat das gestern schon erzählt, haben wirklich die Zeltstangen von innen festgehalten und haben einfach nur gehofft, dass der Wind irgendwann weniger wird, dass wir wieder raus können und halt da weitermachen können, wo wir halt aufgehört haben. Sind dann irgendwann, als es weniger geworden ist, haben wir uns wirklich mal aus dem Gazebo rausgetraut, haben das Zelt da mit Glück dann stehen gelassen, was dann auch stehen geblieben ist. Und ja, haben dann Milliarden, Millionen toter Krebse vorne am Ufer zerschlagen von den Wellen gesehen. Und ja, am nächsten Tag haben wir unsere Routen gefahren und dachten halt, das geht da weiter. Aber Pustekuchen war. Ne? Das ist genau das Gegenteil eingetreten von dem, was wir gedacht haben. Wir dachten, jetzt geht's richtig los. Wir haben nachher keine Fische mehr rausbekommen, weil das Kraut halt durch den Sturm von den Wurzeln entfernt worden ist. Wir hatten zwar noch zum Anfang unsere Läufe, aber das hat nachher überhaupt gar keinen Sinn mehr gemacht, die Plätze zu befischen, wo wir vorgefischt haben, auf knapp 300 Meter. Hochzähle los! Der Schwan. Also meine Jugend habe ich halt, oder die Anfänge habe ich fast ausschließlich Nordfrankreich verbracht. Und da hat sich so eine gewisse Verbundenheit, Orient, Amance, Lac du Der. Und für mich persönlich, ich bin zwar schon relativ dicht dran gekommen an die 30 Kilo, aber für mich wäre halt nochmal die 30 Kilo am Der zu knacken einfach nochmal so das i-Tüpfelchen auf allem drauf. Was ich sehr interessant finde, finde ich halt das Stalken. Und ich finde halt so Zielfische oder Fische, die man vorher irgendwann mal gesehen hat, sich zu erstalken, also beim Stalken zu fangen, finde ich, ist eins der besten und aufregendsten Angeleien, die es so gibt. Ja, der absolute Lebensfisch wären 30 Kilo Spiegler aus dem reinen Nordrhein-Westfalen. So, ob der jetzt Schuppen hat oder nicht, eigentlich egal. Nein, Quatsch halt. Für 25 Kilo Zeiler oder so würde es halt auch tun, aber ich glaube halt so wirklich für mich, das größte aller Gefühle wären 30 Kilo Fisch, aber ich bin da jetzt nicht extrem heiß drauf, ich bin ja Gott sei Dank auch noch relativ jung und habe dafür halt auch noch Zeit, ne? So, der kommt schon irgendwann, denke ich mal. Also mein absoluter Lebensfisch oder Traumfisch, den habe ich schon seit einigen Jahren in meinem Kopf rumschwirren und das ist auf jeden Fall ein Fully Scaled. Da fehlt mir einfach noch ein richtig großer und gibt es bei uns in den Gewässern. Ich würde so gerne mal einen richtig fetten Fullies-Geld fangen, sage ich mal Gewichtsklasse 25 plus und natürlich aus dem Kanal. Nicht aus dem Kanal in Deutschland, sondern französischer kleiner Kanal, klassische Kanalangelei, da ein 25 plus Fullies-Geld und das wäre schon, danach würde ich sagen, okay, mehr geht nicht am Kanal. Mein ultimativer Lebensfisch ist eigentlich jeder Fisch, den ich in Zukunft mit meinem Sohn fangen werde, weil ich habe das jetzt in den letzten Jahren erlebt und ich konnte das selber nie so nachvollziehen, aber das ist einfach eine ganz andere Angelart, das ist einfach diese Freude in dem Kindergesicht, du entdeckst selber die Welt ganz neu, der zeigt auf das Auge und will alles erklärt haben und ich habe viele Jahre lang ja dieses Zielfischangeln ja auch sehr verbissen dann angegangen, aber ich will mich halt einfach beim Angeln nur noch dann halt treiben lassen und deswegen wäre mein Lebensfisch jeder weitere Fisch, den ich mit meinem Sohn fangen kann. Das ist eine Frage, die kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich habe definitiv keinen Zielfisch. Habe ich noch nie im Leben gehabt. Das ist für mich einfach utopisch, an einen See zu fahren, um gezielt auf einen Fisch zu angeln. Also mein Hauptziel ist es jetzt, obwohl das auch ja, nebenher läuft eigentlich, das ist halt diese magische Marke für mich jetzt gerade, die ich des Öfteren schon mal so leicht angekratzt habe. Das sind halt die 30 Kilo. Und ja, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann ist eigentlich das erreicht erstmal, was ich erreichen möchte. Fakt ist, wenn ich so einen Fisch fange,
Und das habe ich immer gesagt, möchte ich einen meiner besten Freunde dabei haben. Mit welchem Angler würde ich gerne mal fischen gehen? Das ist auch eine sehr gute Frage. Gibt es, glaube ich, keinen. Also ich bin eigentlich aktuell so ganz zufrieden. Mit den Leuten, mit denen ich unterwegs bin, reicht eigentlich. Vielleicht mal eine Runde Stalken oder Oberflächenangeln mit Allen. Ja, und sonst gibt es bestimmt noch ein, zwei Leute. Ich weiß nicht, es gibt die ganzen Ikonen, halt Terry Hearn oder was auch immer. Aber realistisch gesehen ist es halt, ja, realistisch ist es wahrscheinlich nicht. Aber einen Traum kann man ja haben. Ja, ja, so. Bestimmt. War ich schon. Boah, ein deutscher Angler, da habe ich mir schon lange keine Gedanken mehr drüber gemacht. Ja, aber cool, vielleicht fehlt mir gerade auch irgendjemand. Irgend so ein geiler Karpfen-Opi oder so, der Engelbert, mit dem möchte ich mal angehen. Ja, den nehme ich. Ich bin halt auch ein Fan, offen gesagt, halt von Daryl Peck, so, weil der halt anglerisch, ich war ja noch nie mit dem Angeln, aber augenscheinlich halt schon echt eine Maschine ist. So, und mit dem würde ich natürlich auch mal gerne angeln gehen, aber mal schauen. Ist jetzt auch nicht mein größtes Ziel, aber wenn ich einen auswählen dürfte, würde ich mit dem mal irgendwo fischen gehen. Also wenn ich wirklich jemanden titulieren würde, den ich auch so als Jugendsymbol hatte, als Vorbild oder so, ist definitiv Kevin Dash.